Ich bin Olaf de Hade. Das ist mein Kollege und Freund Koral Elci. Wir sind ein mobiles Kochteam, unser Name Kitchen Guerilla. Wir lieben gutes Essen, Kochen und Reisen. Wir bringen Menschen an den unterschiedlichsten Orten zusammen. In Deutschland und weltweit. Ich bin echter Norddeutscher, Koral inzwischen auch. Er wurde in Istanbul geboren, hat in der halben Welt gelebt. Von Hamburg aus fahren wir an die spannendsten Ecken der Welt, um zu sehen, wie die Menschen dort leben, essen und denken. Und um sie vielleicht an einen Tisch zu bringen. Kochkommando. Heute Space Food. Essen im Weltall. ISS, Space, Food. Ich fange an. Ground Control to Major Tom. Schon als Kind haben mich Astronauten und Raumschiffe fasziniert. Und ich habe mich gefragt, ob ich es auch dort oben aushalten könnte. Zum Beispiel auf der internationalen Raumstation ISS. Ein Deutscher, Alexander Gerst, war gerade dort. Ich frage mich, was essen Astronauten in der Schwerelosigkeit? Wie schmeckt das? Und klar, wie und wo wird man das Verdaute dort oben wieder los? Ja, siehst du, so stelle ich mir das nämlich vor. So eingepacktes Plastik. Space Food, hier. Zeugs. Space Arena Food. Also, was ich mich frage, ist Messer und Gabel. Also, wie soll das denn funktionieren? Das fliegt hier doch weg. Also, wir brauchen Wissenschaftler, wir brauchen einen Koch, wir brauchen einen Astronaut, der es durchgemacht hat. Und natürlich wollen wir auch das Weltraumessen probieren. Wir fahren nach Köln. Hier trainieren europäische Astronauten für ihre Flüge und absolvieren die ganzen Tests und Trainings dafür. Bei der ESA. Wir sind gerade hier in Köln bei ESA. European Space. European Space Agency. Die Weltallbehörde. Also die spannendste Behörde, die es in Deutschland, glaube ich, gibt. Und hier ist dieses Astronautenzentrum. Und wir treffen einen echten Astronauten, Herrn Ewald. Der war in den 90er Jahren oben. Der war bei mir. Auf der Mir und kann uns jetzt mal erklären, wie es da so ist, oben im Weltall. Wie man isst, wie man schläft, trinkt. Let's go. 1997 war Reinhold Ewald für 3 Wochen auf der Mir, der ehemaligen russischen Raumstation. Hallo. Heute berät er die europäischen Astronauten und kann bestimmt auch uns weiterhelfen. Fürs Essen fliegt man nicht ins All, 5 Sterne, nein, ist nicht. Das liegt eigentlich daran, dass der Geschmackssinn von Anfang an sehr beeinträchtigt ist. Ein Effekt der Schwerelosigkeit ist, dass sich Wasser im Oberkörper, im Gesicht ansammelt, im Kopf ansammelt. Das drückt so ein bisschen auf die Geschmackspapillen, ähnlich als ob man Schnupfen hat. Also man hat jetzt nicht dauernd eine verstopfte Nase, aber es ist so ein bisschen eine andere Situation als auf der Erde. Und dadurch sind natürlich die Sinne auch etwas beeinträchtigt, Geschmacks- und Geruchssinn. Zumal an Bord der Raumstation sozusagen ein Einheitsgeruch herrscht. Ne? Man kriegt keine frische Luft rein. Und an den gewöhnt man sich, den riecht man nachher gar nicht mehr. Das ist alles monoton. Dann gehen wir mal in den Lebeteil der Raumstation, den russischen Lebeteil der Raumstation, wo dann auch die täglichen Dinge, Essenszubereitung oder. Hier stehen nachgebaute Module der ISS in Originalgröße. Die Tür ist natürlich zu, klar, Vakuum, ne? Aber wir können rein. Und hier neben ist eine Schlafkabine. 6 Monate ist das die Privatsphäre, die man an Bord zur Verfügung hat. Der Schlafsack dient eigentlich nur dazu, ein bisschen auch an der Wand festzuhalten. Also praktisch ist das hier ein Schlafsack, ja, wo man reingeht? Genau, ein bisschen Wärme, ein bisschen festhalten. Und stehen tut man ja nicht, sondern schweben. Dann Fotos von der Familie. Fotos von der Sendung mit der Maus. Auch. 6 Monate bleibt man hier oben, wenn man einmal. Mhm. Alter, das muss sich auch lohnen. Da dreht man doch durch, oder nicht? Nee. Nee? Nee. Auf engstem Raum 6 Monate in so einer Kabine? Also man ist ja nicht immer ständig da drin, aber. Das Ding ist eine 747 hier, also. Gibt es so ein Samstag-Mittag-Essen, alle zusammen? Wir, ja, es ist auch sehr crewabhängig, aber. Oder? Ich denke schon, dass es da auch ein Hin und Her gibt. Russische Tradition, amerikanische, europäische, kanadische, japanische. Max, Roman, jeder Astronaut hat sein eigenes Essen im Gepäck.
Oft stehen also Gerichte aus vielen verschiedenen Ländern auf dem Tisch. Richtig gekocht wird auf der ISS natürlich nicht, aber es wird aufgewärmt. Wenn man das allererste Mal im Weltall ist und man ist schwerelos, was probiert man als allererstes? Was haben Sie als allererstes? Als allererstes versucht man von A nach B zu kommen und der erste Reflex, wenn man es nicht besser kennt, ist Schwimmen. Schwimmen, okay. Und funktioniert nicht. Also man kann sich leicht schieben. Und das ist der Trick, leicht. Die meisten Leute verwenden viel zu viel Kraft. Das heißt, sie springen ab in den ersten Tagen an Bord und kommen mit einer ungeheuren Geschwindigkeit da oben ran und dann tut's weh. Und wie sieht's eigentlich mit der Verdauung im All aus? Die Schwerelosigkeit wirkt natürlich auch auf die Verdauungsvorgänge. Erstmal ist es erstaunlich, dass alles seinen Weg geht, wie es auch auf der Erde geht. Man ist vollkommen schwerkraftunabhängig. Was heißt, man könnte auch im Kopf stehend essen auf der Erde. Genau. Und es würde auch verdaut und es würde auch da wieder rauskommen. Aber habt ihr eine normale WC? Normal würde ich das natürlich nicht nennen, wenn man statt Wasser jetzt Luft nimmt. Wir saugen alles das, was wir aus dem Körper loswerden wollen, mit Luft in die richtigen Kanäle. Und das Wasser wird zum Beispiel wiederverwendet. Wasser ist ein wertvoller Rohstoff hier. Praktisch, oben. Also Urin wird als Wasser wiederverwendet? Wird gereinigt, wird durch Kolonnen geschickt. Wem das ein bisschen strange vorkommt, das Wasser, was man heute im Kaffee zum Kaffeetrinken benutzt hat, das wird wahrscheinlich schon ein paar Durchläufe durch andere historische Personen gehabt haben. Und jetzt ist es Zeit für die Eignungstests. Die müssen auch die Astronauten absolvieren. Per Drehstuhl wird ermittelt, wie es um Koralls Schwindelneigung steht. Also mir wird schon beim Zugucken schlecht. Wow. Jetzt mal geradeaus gucken. Dieses Stoppen war natürlich sehr unerwartet. So, gut. Na gut. Sind Sie bereit? Es war schön mit euch. Jetzt bin ich dran. Ziel: die Körperreaktionen kennenlernen, während die Sauerstoffzufuhr immer weiter gesenkt wird. Denn oben im All muss man schnell genug merken, wenn es ernst wird, und reagieren. Hier soll ich von 1000 in 7er Schritten zurückrechnen. Klingt einfach. Und dann komplett in den Mund nehmen, einfach ein- und ausatmen und dann können Sie anfangen zu rechnen. Also das geht sehr schnell. Das geht ziemlich schnell. Es ist individuell unterschiedlich. Es gibt Probanden, die sind nach einer Minute schon so tief im Sauerstoffmangel, dass wir den Test abbrechen. Kaum jemand, der länger als 3 Minuten das. Wenn ich mir das verankere, dass er diese 9 da vergessen hat, dann hat er sein Bewusstsein schon längst verloren. Gut, und dann von 905 einfach weiter subtrahieren. Merkst du das? Kannst du noch rechnen? Schreiben Sie Ihr Geburtsdatum einmal bitte. Und dann die vollständige Adresse. Das ist jetzt überfordert. Was? Okay, da steige ich aus. Meine Hausnummer wie weggeblasen. Gut. Und einfach tief ein- und ausatmen, langsam bis 10 zählen. Mal laut bis 10 zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut. Und weiter tief 10, ein- und ausatmen. Also eigentlich alle Symptome, die mir beschrieben worden sind, sind eingetroffen. Kribbeln in den Fingern, kalte Finger. Echt Atembeklemmung, finde ich. Hier zieht sich so zusammen. Voll Schwindel, also ich kann mich null konzentrieren. Also man stirbt schnell. Alter Schwede, also ohne Sauerstoff. Krass. Bei der Recherche haben wir von dem Projekt Mars One gelesen. Klingt wie Star Trek, hat sich aber ein privater Unternehmer ausgedacht und meint es ernst. Er will in 7 Jahren die ersten Bewohner auf den Mars schicken. Klingt cool, aber was wollen die da bloß essen? Und woher bekommen sie ihr Wasser? Was kann man denn dort anbauen und wie? Die Forscher bei der ESA können auch hier weiterhelfen.
Denn genau diese Fragen wollen sie beantworten. So, wir haben jetzt ja schon gehört, dass auf der Raumstation auch Urin wiederverarbeitet wird und dann getrunken wird. Und der Jens Hauslage, den wir jetzt besuchen, der erforscht, wie man das macht und was man eventuell damit machen könnte, wenn man auf einem Planeten bleibt oder ja, Mars, Mond, wie auch immer. Wir gucken uns das mal an. Hallo. Hallo. Moin, moin. Kommt rein, willkommen. Wir sind da. Richtig. Korall. Ja, hallo. Olaf, schön. Hi, na? Ja, cool, schön, dass das geklappt hat. Ja. Ja, wie gesagt, hier bei mir im Büro, den Prototyp kann ich euch direkt zeigen, weshalb ihr ja gekommen seid. Diese Lavasteine machen aus Urin wieder reines Wasser. Also nicht die Steine, sondern die Mikroben in den Steinen. Ganz natürlich, immer wieder recycelbar, also perfekt für ein Leben auf dem Mars. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit sowas zu beschäftigen? Also, was hat dich die Idee, mit Urin zu beschäftigen? Letztendlich aus Urin Wasser zu machen. letztendlich ist es eine logische Konsequenz. Wir denken alle daran, wir wollen weg von der Erde, wir wollen Exploration betreiben, wir wollen alle auf den Mars. Auf dem Mars können wir für 60, 70 Tage vielleicht Lebensmittel mitnehmen, die wir dann halt aufbrauchen. Aber dann ist auch, dann ist die der Tank auf dem Weg ja schon aufbrauchen. Genau, dann ist aber der Tank leer und die Brötchentüte auch. Ja. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, wie kann man auf kleinstem Raum sehr schnell Stoffe so weit wieder umsetzen. Und da kommen wir wieder auf das Beispiel Erde. Im Urwald passiert nichts anderes. Wir haben im Urwald eine ganz dünne Substratschicht, letztendlich Humusschicht. Und alles andere an Substanzen und Materialien ist im Kreislauf im Urwald und lebt. Das heißt, Blätter, die runterfallen, das dauert 3, 4, 5, 6 Tage, dann sind die direkt wieder verstoffwechselt und sind wieder im Baum drin oder in anderen Pflanzen, die hochkommen. Das heißt, wir müssen sehr effizient diese Kreisläufe schließen. Damit können wir unseren Handlungsspielraum erweitern als solches. Aber das muss schnell kontrollierbar vor allem sein. Es muss sicher sein, damit wir auch sicher gehen können, dass hier Menschen, es geht um Menschenleben in solchen geschlossenen Systemen. Darüber, das sind so Gedanken, die man sich macht. Letztendlich ist es eine logische Konsequenz. Wie lange dauert das ungefähr? Also wenn ich jetzt 100% Urin nehme, ja. Harnstoff und ihn durch Lavasteine durchlaufen lasse. Also das so machen, meinst du? Ich pinkel durch Lavasteine zu Hause durch und kann jetzt meine Kakteen gießen. Das dauert 3 bis 4 Monate, bis der Filter eingefahren ist. Okay. Dann braucht man nur noch 1 bis 2 Tage. Ja. Was die Jungs hier entwickeln, kann auch zukünftig uns auch auf der Erde extrem helfen. Ja. Gutes Beispiel wäre Gülle. Ja, wir haben in Deutschland hunderte Millionen Tonnen Gülle, die verklappt werden muss. Wäre das was man einem Landwirt easy installieren könnte in seinem eigenen Betrieb, sodass er selber nutzen könnte? Wir sind am Anfang, aber im Prinzip ist das möglich. Ja. Wissenschaftler wie Jens Hauslage machen unser Leben im All vielleicht möglich. Erste Urintomaten gibt es schon. Ah, genau. Oh la la. Hier sind wir jetzt auch, ihr seht auch mal Pflanzen. Ja, das heißt, wir beschäftigen uns. Genau, das sind Mikrotiler-Tomaten, das sind Space-Tomaten, also die sind dafür gezüchtet. Das ist jetzt keine gentechnisch veränderte Tomate, sondern die kann man ohne Probleme anbauen. Es kommt von der Utah State University, ist extra dafür halt gezüchtet worden. Die ist sehr klein, die macht hier sogar schon kleine Früchte, wie ihr seht. Okay. Schätzt mal, wie alt sind die Tomaten? 8, 4 Wochen. Ich hätte ja das Doppelte geschätzt. Ja. Fakt ist, ohne Pflanzen keine Menschen. Das sind unsere Primärproduzenten. Pflanzen sind die einzigen, die aus Sonnenlicht wieder Zucker aufbauen können, damit wir leben können. Danke, dass wir mal an deinem Urin schnüffeln dürfen. Nach diesen Ausflügen in die Wissenschaft haben wir Hunger. Wir treffen Reinhold Ewald wieder und wollen mit ihm essen wie im All. Nur ohne Schwerelosigkeit. Wenn man ein paar Bissen zu sich genommen hat, auf einmal merkt der Magen, da schwebt ja was, zieht sich zusammen. Und man hat ein instantanes Sättigungsgefühl. Wird erstmal alles kleiner. Also okay, es scheint wichtig zu sein, dass der Magen nach und nach merkt, da kommen Speisen runter und dieser Speisenbrei sich unten ansammelt und dann so. Wenn das ganz plötzlich passiert, wenn der Magen überrascht wird sozusagen mit etwas, was im Inneren des Magenhohlraums schwebt, dann hat man auf einmal ein Sättigungsgefühl und dann geht gar nichts mehr. Wichtig im All, das Essen darf nicht zu nass und zu krümelig sein, weil sonst alles herumfliegen würde. Die meisten Space-Gerichte kommen übrigens aus Russland. Da wollen wir auch noch hin. Es gibt eine russische Dose, Huhn mit Reis, aber ohne Soße. Dann geht das erste Reiskorn raus, man versucht es zu fangen. In dem Moment bewegt man unwillkürlich mit der anderen Hand natürlich die Dose. Dann kommen noch mehr Reiskörner. Und nachher hat man eine Wolke von Huhn mit Reis um sich herum, die man also verzweifelt versucht, wieder in die Dose. Ja.
der, ist halt gefährlich, oder? Die erfahrene Besatzung sagt, lass es fliegen. Das geht alles dann an die Gitter von den Ventilatoren, wird alles weggesaugt und samstags ist Hausputz und dann macht man das. Guten Appetit. Dieses Essen kommt aus Italien, von einer sehr jungen Firma. Erster Gang, Quinoa mit Makrele. Das ist nicht schlecht. Zweiter Gang, Minestrone. Oh, das sieht aber auch wie das Nassfutter von dem Köter aus. Ja, das sieht man ja nicht. Wir würden es ja in der Tüte lassen und mit dem Löffel. Ja, das würde ich aus der Tüte schaufeln. Würde ich bei diesem Essen auch wahrlich empfehlen. Mhm. Nicht so schlecht. Ist essbar. Wärmer muss es definitiv sein. Ja. Ein bisschen Schärfe habe ich vermisst, aber da man es oben sowieso nicht schmeckt, ist ja egal. Vielen, vielen Dank. Ja. Das war super. Hey Ewald, vielen, vielen Dank für die Zeit. Kein Thema. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst war 2014 im All und ließ sich von einem Sternekoch seine Leibgerichte spacetauglich nachkochen. Spätzle mit Linsen und Kässpätzle. Wir fahren nach Bayersbronn und besuchen diesen Koch. Kein anderer als Harald Wohlfahrt, Deutschlands einziger Drei-Sterne-Koch, hat sich dieser Aufgabe gestellt. Will man in seinem Restaurant speisen, muss man über Monate vorreservieren. In der Küche sind 13 Köche am Werk, unter der Aufsicht des Meisters. Wir als Koch-Quereinsteiger sind ganz schön aufgeregt. Moin. Schön, dass ihr seid bei uns in der Küche der Schwarzwaldstube. Guten Tag. Wir sind auch sehr froh darüber. Absolut. Fühlt euch wohl. Super. Wir wollen auch gar nicht stören, aber neugierig sind wir auch definitiv. Wenn wir in so einer tolle Küche sind schon mal. Ja. Sehr schön. So, bei euch ist alles klar hier, ja? Seid auf Kurs, oder? Die meisten Sterneköche Deutschlands haben hier in Wohlfahrtsküche gelernt. Die Arbeitsabläufe sind straff organisiert und jeder hat eine fest vorgeschriebene Aufgabe. Und hier vorne ist also mein Posten, der Chefposten. Das heißt, ich stehe immer hier. Die Köche arbeiten auf mich zu. Hier rechts werden die Fischgerichte, hier links die Fleischgerichte angerichtet. Okay. Und dann geht es vorne zur Ausgabe und direkt zum Gast. Also Restaurant befindet sich Restaurant hier? Ist genau, ja. Okay. Harald Wohlfahrt zeigt uns seine Versuchsküche. Dort hat er an den Space-Menüs gearbeitet. Zu dieser abgespaceden Aufgabe ist er über einen Kunden gekommen. Danach hat er sich wochenlang in das Thema Weltraumessen eingearbeitet und ist jetzt auch da ein richtiger Profi. Bitte. Für euch habe ich jetzt mal eine Kochjacke hier, weil das ist also im Hause gang und gäbe, dass man, wenn gekocht wird, auch sich entsprechend einkleidet. Ja, ihr schaut mal, ob was Passendes dabei ist. Aber ich finde das gut. Ja. Das ist dann irgendwie so ein bisschen angezogen, uniformiert. Und jetzt endlich kochen. Und das mit Harald Wohlfahrt. Sehe ich ein bisschen natürlich besser, was er hier anstellt. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Angst. Vor wem? Vor ihm. Vor mir. Respekt, sag ich mal so. Wie so Angst einflößen. Das kann nicht sein. Für die Space-Küche sind Konservierung und Hygiene das A und O, sagt Wohlfahrt. Man muss wissen, dass die Astronautennahrung, dass es die Höchstanforderung ist an Mikrobiologie, was Ernährung anbelangt. Und man muss wissen, ich meine, wenn die Bauchschmerzen bekommen, dann können die nicht mehr damit zum Arzt gehen, sondern dann haben die wirklich ein Problem. Das, Herr Wohlfahrt, hätte ich von Ihnen natürlich nicht erwartet, dass Sie Fertigspätzle haben. Was hat's damit? Ja, das hat es eigentlich damit auf sich. Wir haben ja Käsespätzle später. Und wir haben das ja auch probiert. Wir haben also hier Spätzle von Hand geschabt. Logisch. Nur man muss wissen, dass die aufgrund der Feuchtigkeit die Spätzle nachher in der Dose sehr aufweichen und es dann nachher noch ein Teiglumpen ist. So. Linsen mit Spätzle und Kässpätzle. Extrem bodenständig für einen Astronauten. Natürlich ist das Rezept fürs All umgeschrieben. Also wenn ich mir mal dann vorstelle, weil das sind Hülsenfrüchte, die dann auch entsprechend Blähungen verursachen können. Natürlich geben Hülsenfrüchte und geben Blähungen, aber ich glaube, je weicher, dass sie gekocht sind, je weniger sind die Blähungen da, je roher natürlich die Hülsen sind und ohne Schale natürlich ein Ideal, weil dann taucht das natürlich nicht auf. Also dadurch als Püree war das. Aber man muss wissen, wenn die Blähungen haben, müssen sie die Luft selber reinigen. Naja, und es gibt wahrscheinlich auch einen Antrieb in der Schwerelosigkeit. Genau, diesen Antrieb in dem Fall. Ich gebe jetzt hier noch eine Nelke zu unseren Linsen und gebe noch ein Lorbeerblatt dazu.
Ja, dadurch, dass man mit ein bisschen weniger Salz arbeiten soll, weil das Salz eben schädlich ist, versuchen wir hier mit ein bisschen mehr Aroma mit Gewürzen zu erzeugen. Für was genau schädlich? Ja, das soll also den Knochenschwund soll das also beschleunigen, mehr Salz. Und aus dem Grund versucht man eben mit weniger Salz die Menüs zu kochen. Und auch auf andere Zutaten muss man im All verzichten. In dem Fall kommt es ja in die Konserve. Es soll ja auch alles etwas gebundener sein, weil Flüssigkeiten dürfen im All keine austreten. Aus dem Grund verzichten wir hier auf das Eiweiß und auch auf das Eigelb. Einfach angießen, jawohl, da kann nichts passieren. Alles schön auskratzen hier, auch mit dem Gummi noch. Space-Mahlzeiten, die Astronauten mit ins All nehmen, werden natürlich nicht in einer Küche, sondern in einer hermetisch abgeschlossenen Produktionshalle hergestellt. Das geben wir jetzt dazu. Ich gebe jetzt ein bisschen Balsamico-Essig dazu. So, jetzt geben wir also die Würstchen in das Linsengemüse. Ja, das ist meine Lieblingszutat jetzt schon. Und fertig ist das Alexander Gerst Bonus Space Menü. Eine kleine Abwechslung zwischen der russischen Einheitsdosennahrung im All. Guten Appetit. Vielen Dank. Hier, wo keine Hülsenfrüchte und Gemüse gibt, so viel wie hier, spüre ich, dass da echt wenig Salz drin ist. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Gleich. Da vermisse ich das erste Mal Salz. Also hier haben wir einen Fond. Genau. Da bei den Linsen nicht. Die Linsen sind der Burner. Eine sehr angenehme Essignote. Schätzungsweise, was kostet so eine Dose? 250 Gramm Linsen mit Spätzle? Ach, die Produktion ist gar nicht so teuer, aber der Transport ist sehr teuer. Denn ein Kilo Transport ins All kostet ca. 18.000 Euro. Ein Kilo durch 4, 18 durch 4 sind 4, wie viel? Schaffst du schon? Ich kann nicht mehr. 4,5, 4.500. 4.500 Euro für eine Portion Spätzle. Das ist ein teurer Spaß. Absolut. Deswegen mache ich so eine Dose nicht auf. Wobei das Wie oft könnte man dann zu Ihnen kommen? Hier? Ach, da könnte man schon einige Besuche machen in der Schwarzwaldstube, ja. Ja, absolut. Herr Wohlfahrt, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat uns echt so viel Freude gemacht. Super. Alles Gute. Danke. Vielen Dank. Ciao. Nicht nur deutsche Köche beschäftigen sich mit Astromahlzeiten. Wir sind auf dem Weg nach Turin. Dort entwickelt eine junge Firma italienische Space Food und sie haben außerdem die weltweit erste Espressomaschine für das All gebaut. Wie abgefahren ist das bitte? Karte, geradeaus. Hast du Geld? Nix Geld. Ciao. Ciao. Turin, 20 Minuten. Turin ist die Gründungsstadt der Slow-Food-Bewegung, die sich für genussvolles und bewusstes Essen einsetzt. Ob sich das auch in der Space-Küche zeigt? Aber erstmal. Ich habe Durst. Wir sind von Milano hergekommen und hätten gerne einen Kaffee oder Bier. Bier haben wir nicht, aber Kaffee. Dann hätte ich gerne einen Kaffee. Ah, das ist also das Wunderwerk. Was ist so besonders an dieser Maschine? Sie können sehen, dass sie einer traditionellen Kaffeemaschine nicht besonders ähnlich sieht. Nein, das sieht eher aus wie eine Mikrowelle. Italienischen Espresso hat es bisher im All noch nicht gegeben. Dieses kleine Wunderwerk soll also die Lebensqualität der Astronauten auf der ISS steigern. Sehr strange. Aber wenn das schmeckt, bin ich als Astronaut definitiv dabei. Okay, and the coffee is ready. Ihr Kaffee ist fertig. Und jetzt können Sie ihn wie ein Astronaut trinken, mit einem Strohhalm der NASA. Wer möchte zuerst? Who is the first? Oh. Sieht gut aus, sehr gut sogar. Very nice. Sehr lecker. Also ich würde natürlich eine Tasse vorziehen, als so eine Altenheimtube hier irgendwie, vom Geschmack her. Komm, geschmacklich ist das super, finde ich. Absolut. Absolut. Also, that's like really good coffee. Schmeckt wie richtig guter Kaffee. Toll. Ja, nice.
Samantha Cristoforetti ist eine italienische Astronautin und Kampfpilotin. Sie hat Gerst auf der ISS abgelöst. Und auch sie durfte sich ein besonderes Menü wünschen. Anscheinend hat jeder Astronaut irgendwie seinen eigenen Koch für Bonusmahlzeiten. Wir treffen Stefano Polato, der Samanthas Menüs entwickelt hat. So, was kochen wir denn heute? Quinoa mit Makrele. Samanthas Leibgericht. Das haben wir doch mit Reinhold Ewald gegessen. Mal schauen, wie es zubereitet wird. Was machst du anders, wenn du für Astronauten kochst? Die Inhaltsstoffe sind wichtig. Hier habe ich eine Brühe mit Zitrone. Zitrone macht den pH-Wert basisch. Und wir benutzen kein Salz. Hier habe ich Algen verwendet. Okay, das hat uns bisher noch niemand gesagt. Ein gesunder, basischer pH-Wert scheint im All noch wichtiger zu sein als hier auf der Erde. Denn der Körper baut dort oben schneller ab. Stefano kann nicht nur kochen, sondern forscht in dieser Firma auch nach neuen Wegen in der Space-Küche. Einige Zutaten haben konservierende Eigenschaften. Zum Beispiel der Essig, Zitrone und auch Ingwer. Der Typ hat's einfach drauf. Sein Anliegen? Schonend kochen, um alle Vitamine und Proteine zu erhalten. Dann braucht man auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Und es soll einfach besser schmecken als der Astronautenstandard. Normalerweise bekommen die Astronauten russisches und NASA-Essen. Und wie schmeckt das? Genauso gut? Ich finde es langweilig. Konservierungsmittel fallen bei ihm auch weg. Er hat nämlich festgestellt, dass die Spirulina-Alge konservierende Eigenschaften hat. Mit solchen Mahlzeiten kann man es gut im All aushalten. Mit so einer Küche wäre ich definitiv dabei. Kann ich mal probieren? Slow Food. Slow Food. Koch langsam, mit wenig Hitze. Und du hast keine Probleme. Italienisches Lebensgefühl im Weltraum. Du hast ja sogar Olivenöl fürs All. Ja, klar. Perfekt. Sau lecker. Sau lecker. Das finde ich sehr sympathisch und toll, dass ihr das alles natürlich macht für die europäischen Astronauten. Und auch sehr saubere Zutaten. Abgesehen davon fand ich das sehr spannend, dass Algen auch sogar dazu dienen, viele unverdauliche Stoffe zu absorbieren, die man sonst in Form von Gase, Abgase mal rauswerfen muss. Das ist auch neu in der Space-Küche. Die Pakete, die Stefano ins All schickt, kocht er im Niedergarverfahren. Sous vide heißt das in der Kochsprache. Außerdem Fisch wird nichts vorgekocht. Alle Zutaten kommen in einen Sous vide-Beutel, Brühe dazu, fertig. Das schmeckt so, wie man es auch kocht viel schonender. Ganze Aromen bleiben drin, definitiv. Das sollten wir mal machen. Das Ganze wird vakuumiert und ist anschließend für 2 Jahre haltbar. Vielleicht die Zukunft des Space Foods? Ja gut, schöne Farben. Sous-Vide-Kochen ist gourmetmäßig gerade ganz weit vorne. Im All wird dann einfach aufgewärmt. Hätte ich total Bock drauf. Ja, absolut. Okay. Einmal für die Astronauten, also da habe ich ein paar Ideen auf jeden Fall. Ich kann schon mal ein paar Rezeptvorschläge machen. Wir haben ja jetzt die richtigen Kontakte und wir haben noch ein Sous-Vide-Gerät bei uns zu Hause. Also kann man ein bisschen rumexperimentieren, die deutsche Astro-Küche. Mhm. Vielen Dank. Ich danke euch. Und jetzt nach Russland. Das erste Mal in meinem Leben. Wir sind super aufgeregt. Hier sind wir in Sachen Space definitiv an der richtigen Adresse. Die Russen hatten im All schon immer die Nase vorn. Sie schickten den ersten Satelliten, den ersten Hund und den ersten Menschen in den Weltraum. Nordöstlich von Moskau liegt die sogenannte Sternenstadt. Zu Zeiten des Eisernen Vorhangs durfte niemand wissen, wo sie liegt. Heute werden hier Kosmonauten und Astronauten aufs All vorbereitet. Und wir. Ich bin extrem gespannt, was die Kosmonauten so gegessen haben und wie das da aussieht. Also Sternstadt stelle ich mir ziemlich abgefahren und riesig vor.
Die haben gefriergetrocknete Sachen. Bin ich gespannt, ob die ohne Chemie auskommen. Aber gefriergetrocknet klingt auch einfach irgendwie unsympathisch, finde ich. Aber wir werden sehen. Kaum angekommen, erfahren wir von unserem Übersetzer Sergei, dass wir hier das beliebte Touri-Programm Fit for Space machen sollen. Dann erst können wir was über das Essen erfahren. Auch gut. Punkt 1 des Touri-Programms: die Besichtigung einer Original-Sojus-Kapsel. Mit diesem Teil ist Reinhold Ewald in den 90ern ins All geflogen. Der Flug allein dauert im Schnitt 6 Stunden. Und das hier ist der Lebeteil der Kapsel. Das ist ja ganz muggelig hier. Und so erleichtert man sich im All. Die Notdurft wird mit Luft einfach abgesaugt. Es funktioniert wie ein Staubsauger. Make-Maschine. Punkt 2. Einer von uns darf einen Raumanzug anziehen. Der andere muss in die Zentrifuge. Hoffentlich Korall. Glück gehabt. Glück gehabt? Ja. Aber vielleicht werde ich untersucht und sie sagen, es geht gar nicht. Ich bin zu schwach. Leberwerte, zu viel Wodka gestern. Fahne, sagt das. Ja, die Urinprobe wird einiges an meinen Geheimnissen preisgeben. Ich bin vor allem jetzt tatsächlich an Urinprobe reif. Ja, absolut. Ich bin als Erster dran und werde charmant untersucht. Ich habe ein bisschen wenig Puls. 130 na 80. Wenn Sie dann ein bisschen nervös sind, dann kann das natürlich auch den Druck beeinflussen. Sie macht mir nervös. Fußcheck? Wozu soll das gut sein? Готовка всему. Ich kann beides machen. Ich kann beides machen. Also, woran weißt du jetzt, dass ich in die Zentrifuge darf? Weil ich einfach gut. Weil meine Fersen sauber sind. Füße sauber. Genau, wo du gut aussiehst. Ich bin topfit, Alter. Ich darf beides. Aha. Für Korall läuft's nicht so gut. Unsere Stimmung sinkt. Sauber. Du chista? Was darfst du da stoppen? Ja, Pilz auf den Nägeln. Das Skafander ist nicht gut. Nicht желательно. Das ist für den Raumanzug ist es nicht gut. Zentrifuge, ich denke, in обычном костюме будет. Ich mach's Zentrifuge. Genau, okay, dann. Du machst Raumanzug. So machen wir das. Hauptsache machen wir das, weil wir keine Zeit mehr haben. Das habe ich nämlich auch im Gefühl. Definitiv. Weil hier ist alles straff organisiert und muss durchgezogen werden. Aber die erste war total scharf. Egal. Ich freue mich auf den Raumanzug. Der ist nur für den Abflug, die Landung und für Notfälle auf der Station. Okay, das ist hier meine Unterwäsche. Was geht? Eh, bitte, Jochen. Hier so reinspringen? Nee, hier, guck mal. Das ist nicht so einfach, ein Kosmonaut zu sein. Das wird mich ja nerven eben morgen. Ey. Mein Kopf geht hier gerade so rein. Für Gerst und Co. werden die Anzüge natürlich individuell angepasst. Ich wie im Kindergarten das erste Mal Schleifen machen. Das Ding ist eher ein Sitzanzug für den Flug. Den Belüfter braucht man bis zum Einstieg in die Rakete. Das ist aufgeblasen. Jetzt geht's in den Abflugsitz. Und in dem hält man angeblich besonders gut den Druck aus, der beim Aufstieg der Rakete entsteht. Apropos Druck. Jetzt ist Korall in der Zentrifuge dran. 3 Minuten, 300 Kilo. Dreimal das eigene Gewicht wird Korall gleich spüren. Also 3G. Ausatmen. Wir müssen dann häufig und richtig mit dem Bauch atmen. Okay, die Bauchatmung hat Korall gelernt. Jetzt kann's losgehen. In der Zentrifuge üben die Astronauten über Wochen für die Flüge. Natürlich mit viel höherem Druck als Korall. Korall, es war schön mit dir. Da geht's gleich los. Also, ey, ich bin so froh, dass ich den Raumzug angezogen habe und nicht die Zentrifuge muss. 3 Minuten lang soll Korall den Druck von bis zu 3G aushalten, während er sich wie in einem Karussell dreht. Los geht's! 1G. Oh, easy. 2G. Das geht ab.
3G jetzt. Soll ich wieder meine Nase? Koral nimmt's erstaunlich locker. 3G hast du. So kannst du in den Kosmos, in den Weltraum fliegen, sagen die Jungs hier. Geht, oder? Witzig war eben gerade, als ich ankam, als sie die Türen geöffnet haben, hatte ich das Gefühl, ich sitze. Also ich hatte mehr das Gefühl, dass ich sitze und nicht liege. Magentechnisch irgendwas? Nee, wunderbar. Alles easy. Also wir können essen gehen jetzt. Aber sowas schon. Endlich. Russisches Kosmonautenessen. Ein sogenannter Essensingenieur empfängt uns in der Übeküche der Kosmonauten. Hier werden die Astronauten, Kosmonauten und Astronauten instruiert, wie man richtig das Essen zu sich nimmt und dann wie man es aufkocht und zubereitet. Alle Standard-Space-Mahlzeiten kommen hier aus Russland. Brot, Suppe, Kaffee. Das Zeug ist in Dosen oder gefriergetrocknet in Plastiktüten verpackt. Und kann man was vorbestellen? Also wenn ich sage, ich mag total gerne Hühnerfrikassee. Проходит апробацию на Земле, пробует и выбирает. Jedem Kosmonauten wird sein Programm oder sein Menü angepasst. Er kann natürlich aus einer Liste etwas auswählen, aber danach müssen diese Lebensmittel noch sozusagen auf der Erde geprobt sozusagen werden, gegessen werden. Und man checkt, ob das wirklich mit dem Kosmonauten dann zusammenpasst, diese Art vom Essen. Die Dosen oder Brote kann man in einer Art Space Toaster aufwärmen. Die gefriergetrocknete Kartoffelsuppe befüllt man mit heißem Wasser. Russisches Hightech. Man klebt sie wieder zu, kann sie dann durchschütteln und nichts fällt raus. Handwarm ist die Essenstemperatur im All. Ich bin gespannt. Und wie geht das jetzt hier? Wie isst man das, dass das nicht alles wegfliegt? Wir schneiden Sie diesen oberen Teil. Dann bekommt man Zugang zu einem Nippel. Ne? Drücke ich mir das so rein, oder wie? Warum machst du so ein Gesicht? Soll ich halbe Stunde warten, bevor ich weiter esse? Mach mal. Ich drücke dir was rein. Das ist hier so ein bisschen... Ассорти более плотное. Gefühl Altenheim. Weißt du? Ja. Naja, um ehrlich zu sein, die Kartoffelsuppe ging so. Als nächstes probieren wir Erbsenpüree. Das Besteck, Schere und langstieliger Löffel. Messer und Gabel gibt's nicht im Space. Was sagst du? Ja. Одна в другую грушку. Erbsenpüree. Also ich muss wirklich sagen, die Italiener haben es da wirklich. Die Italiener haben es sowas von drauf und mit den Zutaten. Nicht nur auf der Erde. Der Junge war, ja, nicht, also gut ab. Und zum Schluss noch einen Kaffee. Das ist krass. Also das sieht aus wie Instant, aber es ist einfach dehydriert, dann den gekochten. Diese Tüten sind echt gewöhnungsbedürftig. Und im All gibt's darauf dann Wasser, das schon x-mal Urin war. Guten Appetit. Ich mag's lieber ein bisschen stärker. Mit Zuckerfahren. Ristretto. Gut durchschütteln, fertig. Der russische Kaffee ist eine Riesenportion und diesmal auch richtig heiß. Das ist nicht schlecht. Sehr auf Ex trinken? Immer. Viel Spaß. Genau, wenn es aufgemacht ist, dann muss es ausgetrunken werden. Okay. Alter Schwede, ey, so einen heißen Kaffee dir reinziehen, ist schon hart. So, wir sind, naja, gut gestärkt und ziehen weiter. Wir haben noch einen Termin in Moskau. Wir fahren zum größten und ältesten Spacefood-Lieferanten. Ja. Roskosmos. Roskosmos ist sozusagen Russlands NASA. Und die haben dieses experimentelle Essensinstitut. Die machen Hightech-mäßig. Ich bin so gespannt. Ganze Essen. Die haben über 300 Produkte im Sortiment. Die Space-Küche. Also Hightech vom Feinsten. Definitiv. Wir kommen an. Erster Eindruck: Hightech mit Hinterhofcharme.
Herr Derosky ist seit 27 Jahren der Leiter hier. In den 50 Jahren hat es vermieden oder hat niemals zugelassen, dass nur ein Mikrob nach oben gelangte. Deswegen haben Sie in diesen 50 Jahren nur die besten sozusagen Noten gekriegt und es war alles steril. 50 Jahre. Leiter ist Leiter hier von der Seit 50 aber Jahren schicken die nach oben Essen nach und oben. Es war niemals, was passiert. Ist er Koch eigentlich? Oder? Koch ist er nicht. Vielleicht so eine Art Essenstechnologe. Wir sind etwas verwirrt. Wo wird denn hier eigentlich gekocht? Know-how gibt es schon, aber wir werden davon nicht erzählen. Auf dem Gang der Firma können wir in kleine Sichtfenster schauen. Rein dürfen wir aus Hygienegründen leider nicht. Hier werden dann diese Container zusammengestellt. Spezielle Container. Genau, den haben wir gestern gesehen. Wird dem Essen irgendwas zugesetzt? Vitamine, Proteine, irgendwas? Zusätze? Darauf bekommen wir keine Antwort. Es heißt nur, seit 50 Jahren höchste Qualität in allen 300 Space-Produkten. Noch ein Versuch. Diese Gefriertrocken. Wie funktioniert das? Wie entsteht das? Zum Beispiel, wenn ich mir hier die Geräte angucke, ich sehe keine Lebensmittel, nur irgendwelche Flüssigkeiten, Vakuumierer und zwei, drei komische Türen. Die. Langsam bekommen wir den Eindruck, dass man uns nicht alles zeigen will. Korall ist verzweifelt. Ich glaube, wenn wir alle gemeinsam reden, wird so. Und es scheint zu klappen. Sie versprechen, sie zeigen ihre Produkte. Oh. Olaf, bitte. Mahlzeit. Ja. Ah. Von wegen. Von wegen, ja. Ach, wie praktisch. Der Kaffee wird schon gefriergetrocknet geliefert. Hier bei Roskosmos landen alle Produkte, die ins All gehen und werden auf Sicherheit und Verträglichkeit kontrolliert. Für uns geht's jetzt Richtung Küche. Hoffen wir zumindest. Wir dürfen hier weiter nicht gehen. Weiter geht's nicht. Weiter geht's. Was macht so eine Maschine? Was soll man dazu noch sagen? Die Roskosmos-Mahlzeiten sind auch nach 50 Jahren noch der Standard für alle Astronauten und Kosmonauten. Aber leider konnten wir fast nichts sehen. Alles immer noch total geheim. Egal, wir fahren zurück und haben doch viel gelernt über den Weltraum und das Weltraumessen. Ich bin froh, ehrlich gesagt. Also ich hatte mir die Gedanke, dass die voll mit Chemie verstopft werden. Sich Tabletten reinhauen müssen rein, und so. Rein, und, nö, ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass wir im Grunde genommen auch Astronauten verkostigen könnten. Und ich hätte total Bock, einmal mitzufliegen und oben zu kochen. Weißt du was? Ich habe überhaupt keinen Bock, da drin zu sitzen. Ganz mit ehrlich. Feuer unterm Arsch? No way. Und vor allem, ich habe kein Feuer unterm Arsch, aber massiv Kohldampf. Lass uns mal was essen. Ich bewerbe mich. Ja, ich hätte immer noch Lust, da oben zu sein. So für ein Wochenende. Mit leckerem, nahrhaften Essen von Stefano Polato oder von uns. Und wir sind gespannt, wann wir endlich auf dem Mars Tomatensalat essen werden. Irgendwann. In der Zukunft.